Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Star Trek Beyond Box. Alle weiteren Informationen zu diesem Film und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Film und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Star Trek Beyond, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Film. Jawohl, es ist mal wieder Zeit für ein Film-Unboxing. Wir werden als erstes mal die Folie abmachen. Selten aber doch gibt es zu Filmen oder zu Serien Boxen. Zu Filmen glaube ich sogar noch seltener als zu Serien, weil bei Serien gibt es dann oftmals solche Staffelboxen. Aber bei Filmen doch eher die Ausnahme. Eher die bekannteren Filme, die dann eine Box bekommen. So, wir haben hier eine Box im Querformat. Darauf war auch noch ein Sticker, den ich hier abgemacht habe jetzt. Der war hier auf der Folie drauf. Enthält 3 Raumschiffe, lesen wir hier. So, wir haben hier offensichtlich die Blu-ray-Box von dem Film Star Trek Beyond. Wie gesagt, aus dem Jahr 2016. Hier unten links dann noch einen FSK 12 Hinweis. Bedeutet, der Film ist ab 12 Jahren freigegeben. Das Ganze wurde hier mit einem Sticker gelöst. Also wir können den hier wunderbar abnehmen. Werde ich auch gleich mal machen. So, sieht doch gleich besser aus. Und auf der rechten Seite haben wir Sachen abgebildet, die sich hier in dieser Box befinden dürften. Und zwar haben wir hier 3 Raumschiffe. Einmal hier die USS Enterprise, dann die USS Franklin und dann noch ein Swarmship. Okay, auf der Unterseite sieht das Ganze so aus. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Klar, wegen diesen Kleinteilen. Star Trek Beyond. So sieht das aus. Und auf der Rückseite haben wir einerseits mal ein Foto der Hauptdarsteller, der Crew. Dann lesen wir hier einer der besten Star Trek Filme überhaupt mit der Beschreibung. Könnt ihr euch natürlich gerne an dieser Stelle kurz anhalten, das Video und euch durchlesen. So, dann haben wir hier noch Filmszenen, 3 Stück abgebildet. Und dann nochmal die 3 Raumschiffe. Enthält 3 Raumschiffe. Jetzt bin ich gespannt, ob diese Füße, diese Ständer hier auch dabei sind. Schauen wir mal. So. Über 1 Stunde Special Features sind hier auch mit drauf. Entfernte Szenen, Jenseits der Dunkelheit, Enterprise, Angriff, Zerstörung einer Ikone, durch die Wüste ziehen, am Set in Dubai, lang und in Frieden leben, 50 Jahre Star Trek für Leonard und Anton und mehr. Okay. Ich bin gespannt, die Beteiligten, die technischen Daten zur DVD, Barcode, alles hier mit drauf. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Jetzt ist die Frage, ob wir das hier oben öffnen oder... Nein, ich würde sagen, wir machen hier auf. Wenn es denn geht. Nein, okay, nein, unten am besten. Gar nicht so einfach, so. Aber jetzt, so, was haben wir hier? Wir haben hier zum einen so ein Plastikteil mit den Raumschiffen. Und dann haben wir hier auf der rechten Seite in dieser Kartonhalterung auch noch natürlich die DVD. So, jetzt schauen wir nochmal rein. Mehr ist hier nicht drin. Das sind so diese beiden Register, in die das Ganze eingeteilt war. Machen wir mal wieder zu die Box. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir starten natürlich mit dem Film, in diesem Fall mit der Blu-ray. Hier haben wir die 3 Hauptdarsteller des Films. Kultcharakter und galaktische Action Star Trek vom Feinsten. TV-Movie, okay. Also, klassisches Blu-ray-Cover. Dann hier auch wieder FSK 12, leider nicht mit einem Sticker, sondern natürlich hier am Cover aufgedruckt. So sieht das seitlich aus. Und auf der Rückseite das Gleiche, das kennen wir auch schon von der Box. Also sie ist, glaube ich, von der Optik sogar, ja doch, 1:1 gleichgestaltet. Dann hier wieder die Infos zum Film und natürlich der Barcode. Man kann diese Blu-ray natürlich auch ohne die Box erwerben. So, dann schauen wir mal rein. Booklet gibt es hier keines, also kein Einleger oder ähnliches. Aber wir haben hier die DVD, beziehungsweise die DVD ist es ja nicht, sondern die Blu-ray. So sieht die aus. Star Trek Beyond ab 12. Feature, Film, Special Features. Also das ist hier drauf. Ansonsten hier nicht mehr drin.
Okay, und dann kommen wir zum nächsten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier so eine Plastikschablone, so ein Plastikfächlein. Und in diesem sind tatsächlich drei Raumschiffe drin, samt solchen Standfüßchen. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir die hier vorsichtig rausbekommen und nicht irgendwie beschädigen. Ist die Frage, am besten wahrscheinlich von unten drücken, damit die hier aus der Form rauskommen. Jawohl, Nummer 1. Das Schwarmschiff. Dann haben wir die USS Franklin, wenn sie rausgeht. Gar nicht so einfach. So. Und natürlich die USS Enterprise. Okay, die klemmt hier ein wenig. So, aber jetzt haben wir es. Und natürlich auch noch die drei einzelnen Füßchen. Die wollen wir auch noch haben. Einmal, zweimal, dreimal. So, und dann würde ich sagen, schauen wir uns die einzelnen Raumschiffe mal im Detail an. So, wir haben hier die Enterprise. Da gab es ja sehr viele verschiedene im Laufe der Zeit. Deswegen haben die dann auch hier immer unterschiedliche Kennungen. Das ist jetzt die hier aus dem Film. USS Enterprise. Und so sieht die dann aus. Also, ich glaube, neben den klassischen Star Wars Raumschiffen ist dieses hier von Star Trek wohl eines der bekanntesten Raumschiffe überhaupt in der Geschichte der Raumschiffe oder des Films. So sieht das aus. Ist aus einem hellgrau, leichter Kunststoff. Dann haben wir etwas dünkler von der Farbe her, aber von der Gestaltung recht ähnlich. Also hier mit diesen Antrieben, die USS Franklin. So sieht die aus. Kommt hier eben auch in so einem Grau mit Orange. So sieht die von unten aus. Und als drittes Schiff haben wir dann hier noch das Swarmship. Sieht so von unten aus. Und so. Erinnert ein bisschen so an die TIE Fighter oder TIE Bomber von Star Wars. Ja, sieht auf jeden Fall recht böse aus. Und dann haben wir eben noch diese drei Füßchen. Die sind, glaube ich, alle drei ident, ja. Und dann haben die so eine kleine Aussparung, sind so etwas hohl. Und dann kann man hier haben wir dann die Öffnungen, das entsprechend aufstecken. So, wir probieren es mal, ob das funktioniert. Gar nicht so einfach. Eventuell, ich könnte jetzt keinen Unterschied erkennen. Nein, die sind auf jeden Fall gleich. Es ist aber jetzt irgendwie nicht gelungen, das hier reinzumachen. Wir probieren es einfach hier nochmal. So. Okay. Ich dachte jetzt irgendwie, das müsste komplett einrasten, weil wir haben hier doch noch einen gewissen Zwischenraum. Aber scheinbar gehört das so. Okay. Einmal. Dann Nummer 2, packen wir auch mal rein. Ah, hier passt es doch ein bisschen besser mit dem Standfuß. Kommt dann hier natürlich auch, oh, jetzt löst er sich, okay. Gar nicht so einfach. Natürlich auch die Frage, man kann das, glaube ich, auch in beide Richtungen anordnen, also entweder in die Richtung oder man steckt den Fuß genau umgekehrt rein. Also, so, okay, so sieht das aus, wenn man die drei dann auf die Füße gemacht hat und so kann man sich das Ganze dann entsprechend ins Regal stellen, auf den Schreibtisch, wohin auch immer, alle drei oder, wenn man eines bevorzugt, natürlich nur das eine. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Zum einen die drei Raumschiffe hier, einmal das Swarmship, dann natürlich die Enterprise und die USS Franklin. Die drei Raumschiffe hier samt diesen schwarzen Plastikbeinchen-Füßchen, Ständer. Und natürlich der Film an sich, Star Trek Beyond in der Blu-ray Edition. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Star Trek Beyond.
Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Film bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr den Film feiert, falls ihr Star Trek unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.